Ladies and Gentlemen, hier ist euer Zausel mit Hogwarts Legacy. Und wir sind auf den Weg zu Sebastian. Der mit uns hier noch irgendwie was. Du gehörst mir, Demigeist. Oh, guck mal. Einen Demigeist gefunden. Okay. War noch irgendwo ein Demigeist? Nee, nicht unbedingt, aber wir haben hier ein Schloss. Alohomora. Kiste, Ruinen, wunderbar. Was haben wir denn hier? Bin voll, das ist doch schön. Warum zum Teufel bin ich immer wieder voll? Habe ich da nicht eigentlich schon durchgeguckt? Oh. Ich glaube, wir sollten doch noch mal einen kurzen Abstecher nach Hogwarts machen. Hä? Ach, das war Hogsmeade. Hoppala. Hogwarts. So, Raum der Wünsche. Machen wir nochmal einen schnellen Abstecher. Wir haben vergessen, das Zeug zu deinfizieren. Zu deinfizieren, genau. Nein, zu identifizieren. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Habe ich doch. Oder bin ich jetzt doof? Nichts mehr? Okay, gut. Jetzt hat's mit X, das war wohl nix. So. Weltkarte. Tadam, dann gehen wir halt da wieder her. Da, so, zack. Haben wir eigentlich so. Okay, gut. Hat jetzt so ausgeschaut, als ob wir da was vergessen gehabt haben. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hi. Dich auch. Immer wieder. Jetzt müssen wir zu dem Putzi da drüben. So. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Nur das Beste des vom Besten. Wie kann ich heute behilflich sein? Indem, dass du mir den ganzen Mumpitz... Gegenstände verkaufen? Ja. Hier, abnimmst. Danke. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So. Und wie Sie sehen. Und wie Sie sehen, sehen Sie Müll. Okay. Mach auf die Tür. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Mumpitz, wie immer. Wie kann ich heute behilflich sein? Du kannst gleich das, was ich Kunden habe, gleich wieder haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, auf jeden Fall. So, das, dann B. Und dann hier. Auf zu Sebastian. Juhu. Revelio. Revelio.
Da. Revelio. Ah. Man, hier, eine unsichtbare Wand. Müsste jetzt Doing machen, gell? Ich darf da nicht mit dem Besen reinfliegen. Sehe ich nicht. Setzen wir zur Landung an. Dam di dam. Warten. Du bist hier. Ja, haben wir da ausgemacht. Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcraft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Hier lang. Okay, geh vor. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Da haben wir doch wieder was. Entschuldigung, muss sein. Der Brunnen von Feldcroft versiegte vor etwa 400 Jahren während einer großen Dürre. Leider gab es infolgedessen viele Tote, darunter auch einen kleinen Jungen, dessen Vater sich noch Jahre darauf weigerte zu sprechen. Die Legende war war die Lage gerettet, als eine Gruppe wohlwollenden Hexen und Zauberer eine noch nie dagewesene mächtige Magie einsetzte, um die Region neues Wasser zu spenden. Ah, das war das, was wir gesehen haben. Entschuldigung, Sebastian, das war aber gerade für mich ein bisschen wichtig. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Dann rein da. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh! Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Stufe 2. Ach, verdammt. Ja, gibt's was zum Kaufen? Da können wir mal gucken. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Was verkaufen Sie hier? Pilze. Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Oh! Okay. Jo, da kann man rein und kann man plündern.
Revelio! Warte mal. Wenn wir mal die Karte aufmachen. Was haben wir denn? Eine Demigeist-Statue gibt's hier. Ach, schau an. Aber nicht hier drin. Denk mal in dem verschlossenen Teil. Ist nicht dein Ernst jetzt? Was haben wir hier hinten? Der junge Haupt mit den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen, aber man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ja, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Oh, da hinten haben wir noch was. Ja. Revelio. Die Bewohner von Feldcroft nutzen sie gelegentlich, um sich in der Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Kobold-Angriffe. Oh, schon mal. Hep. Das ist eine Kiste, da ist eine Kiste. Wir haben einen Hut, der nicht identifiziert ist. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Sebastian, das ist mein Trankausstattung, nicht da eine. Lass meine Sachen in Ruhe ein. Revelio. Was sonst noch was? Ja, hier drüben. Brief. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer, aber du weißt ja, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Sepp. Oh, ein Apfel. Nehmen wir gleich mal. Anne, was ist los? Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen. Im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ach, der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster nichts sehe. Die hält sich an der Seite. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Vielleicht ist es der Blinddarm. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten.
Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde, ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Seb. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ja, vielleicht findet man das raus. Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Alter, komm. Sepp. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Ja, vielleicht findet man ja jetzt raus. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Okay. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ich... ...in diesem Schutt herumwühlen. Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Confringo! So. Komm mal her. Levioso! Confringo! Uhaha! Komm her, du! Kleines, elendiges... Würmchen. Oh nein. Du kämpfst wie ein Knuddelmuff. Super. Akio. Confringo. Wende an den Tod rechts. Arresto, Moment. Akio. Confringo. Incendio. Damit kommst du nicht davon. Meister. Das war dein letzter Fehler. Wieso war das mein letzter Fehler? Ich zerlege dich von Kopf bis Fuß. Akio. Confringo. Was ist denn los? Da kriegst du einen Stein in den Arsch. Und ich werde dich tun. Nicht leise genug. Da kriegst du die Kiste und da kriegst du noch eine Kiste und da kriegst du noch eine Kiste. Ah, das war ein Stein, Entschuldigung. Komm mal her. Confringo. Komm her. Confringo. Wirst du bezahlen. Ja, mit was? Confringo. Arresto Momento. Ich werde nicht. Ich gebe zu. Danke. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Hey, wo? Haben wir doch gut gemeistert. Die suchen immer noch was. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen.
Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein vorbeilaufendes Kind. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall. Aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Hey, mal gucken. Ich höre, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Komisch, dass das Ministerium nicht mehr tut. Dann haben wir auch noch mal was? Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Er ist schon irgendwie merkwürdig. Dass sie nach dem immer noch irgendwas hier suchen. Ja, das finden wir schon raus. Was haben wir da noch Schönes? Guck mal. Kiste. Oh ja, was Besseres. Cool. Dann nochmal weniger Geld. So, mal gucken. Guck mal, was haben wir denn da? Ein Ofen oder was? Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Revelio. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Okay. Ein Professor. Vielleicht finden wir hier alte Magie. Was natürlich Sebastian nicht sehen kann, außer wir. Weißt? Ja, zum Beispiel. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Revelio. Hör mal. Ja. Aber wie heißt der Zauber nochmal zum Reparieren? Reparo. Ja, genau, Reparo. Reparo. Schade. Revelio. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. War doch die eine da. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Ja, das ist unser Professor da. Revelio. Er stand hier und hat dann da alles wieder, wie sagt man, Ganze wieder hergestellt. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Die Erinnerung zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüte haben mir auch andere Erinnerungen gezeigt. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch?
Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ist alles ganz schön viel, hä? Huh? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, ich rede nicht von Quidditch. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Auf jeden Fall haben wir beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Ja. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob es etwas blockieren soll? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Man macht's kaputt. Ah, eine Treppe. Da geht's in den Keller. Ja gut, dann auf in den Gruselkeller. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Okay, wir brauchen hier dann mal das da. Lumos. Ja. Oh, Tagebuchseiten. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe mal einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich, ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen können falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie grausam es wäre, sie von ihrem Leid zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isidora. Ich sollte ihn aufbewahren. Ja, da ist noch einer. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Ich fühle es. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen, werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinem Vater erinnert, das Lager verlassen hat. Sicher kann nicht schief gehen, wenn ich ihnen helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isidoras Reisen. Lumos. Wieso ist da diese komische Schattenpflanze? Du wirst es nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nein. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen. Wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was das alles bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Omnis wird sprachlos sein.
Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Ja. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Wir kommen. Genau. Ich möchte fast die Luft anhalten. Wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag und bis denne. Ciao, ciao.